Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Ladybug auf dem ColecoVision. Wir spielen hier den kleinen Marienkäfer. Unsere Aufgabe ist es, hier diese Pillen einzusammeln sozusagen. Und wir werden auch gleich sicherlich verfolgt werden von, ich will jetzt nicht sagen Geistern, das wäre ein anderes Spiel. Ja, da kommt schon der erste Gegner. Ne, wir werden halt von anderen Käfern verfolgt. Klar. Böse Zungen würden jetzt behaupten, das ist ja wie Pac-Man. Aber nein, das geht schon in Ordnung. Diese Totenköpfe sollte man nicht einsammeln. Die Gegner hingegen dürfen die schon einsammeln. Ich habe da jetzt so überhaupt gar kein Problem mit. Und ich vermute mal, es spielt sich ein bisschen hakelig, dass die Gegner nicht durch dieses Tor durch können. Durch diese grünen. Das heißt, man kann denen wunderbar den Weg verbauen. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Ich glaube, der Mr. Venom, der hat das damals irgendwie viel gespielt. Der kann da sicherlich mehr zu sagen. Kann auch sagen, ob das ein gutes Spiel ist. Ja, hier, komm. Geh mal weg hier. Wow! Na ja, macht schon Späßle. Ist schon in Ordnung. Das war knapp. Also das Leben jetzt zu verlieren, das war vollkommen unnötig. Den Level doch fast geschafft. Den Level doch fast verschafft. Eggplant. Was ist Eggplant nochmal? Aubergine? Ja, sammeln wir ein. Vielleicht sind wir ja auch der Marienkäfer, der, ich weiß es nicht, den Garten beschützen muss vor diesem komischen Ungeziefer. Totenköpfe nicht einsammeln. Oh, was bist du denn für ein komisches Vieh? Okay. Kann es sein, dass wenn man die Boni einsammelt, dass es da auf die Farbe ankommt, die die gerade haben? Zumindest der eine Boni hat gerade seine Farbe verändert. Ich will mal hoffen, dass die Gegner auch irgendwann mal eine Begrenzung aufweisen. Ja, die können nicht durch diese Absperrung. Das ist natürlich gut. Das könnte man taktisch zum Vorteil nutzen. Oh. Danke. Ja, toll. Das ist natürlich super eingefroren da. Genau da, wo ich hin muss. Und dieser immer schneller werdende Sound, der ist irgendwie... trägt der nicht zur Beruhigung bei. Wird also kurz vorm Ende. Vielleicht sollte man erstmal versuchen, in der Mitte alles zu clearen. Weil die Viecher da ja doch am meisten rumlaufen. Ja, klar. Mach bitte noch schneller. Man sieht ja außen der Rahmen, wie der sich füllt. Und dementsprechend werden die Gegner dann generiert. Mist. Aber der Plan gefiel mir eigentlich ganz gut, außen zu bleiben. Ach Gott, was mache ich denn? Weil ich jetzt rüber geguckt habe. Es ist tatsächlich so, die Boni, je nach Farbe, haben jetzt zum Beispiel die Punktzahl erhöht. Ich habe gerade dieses blaue Boni eingesammelt. Da ist dann die Punktzahl von 2-mal auf 3-mal gestiegen. Das kann ja sicherlich nichts Verkehrtes sein. Das war jetzt aber gerade blöd. Warum sammle ich denn den Totenkopf ein? Ja, ich bin wahrlich ein Allesfresser. Weiß schon, warum ich auf Diät bin. So kann es nicht weitergehen. Ich fresse mich nur zu Tode, sozusagen. Ja. Jetzt, ihr bleibt mal schön da, wo ihr seid. Nein! Ach, hat ihn doch abgesperrt, ausgesperrt. Das darf doch nicht wahr sein. Das machen wir gleich nochmal. Ja, da kommt dann auch so ein bisschen der Ehrgeiz in mir hoch. Also ja, klar. Ich kann natürlich die Kritiker verstehen. Sowohl im Positiven wie im Negativen, die gesagt haben, ja, ist natürlich angelehnt an Pac-Man. Aber es hat doch viele Features, die das Spiel doch recht eigenständig machen. So, die zufallsgenerierten Level.
Zumindest habe ich jetzt den Eindruck, dass sie jedes Mal anders aussehen. Zumindest die Bonusgegenstände und die Gegenstände, die wir einsammeln müssen. Was auch immer das sind. Körner, Pillen, whatever. Liegen doch jedes Mal anders. Das ist praktisch. Und gut. Also es hat genug Features, um als eigenständiges Spiel durchzugehen. Das ist das, was ich aussagen wollte. Haha. Ja, hätte ich mal nie ausgelacht. Das habe ich jetzt davon. Nee, macht echt Bock. Ist cool. Schön bunt, hört sich gut an. Spielt sich super. Spielt sich, ich vermute, muss man mit dem Original-Controller noch ein bisschen besser als hier mit dem Xbox 360-Controller. Weil ja, ist Emulation. Ich weiß. Was habe ich jetzt von diesem Special bekommen? Ah, jetzt bin ich mir wieder selbst untreu geworden. Ich wollte doch erst hier den Bereich klären um die Monster herum. Um die Bugs, die Käfer. Da hast du dann keine Chance. Wenn die dich einmal am Schlawittchen haben, dann machen sie dich platt. Dann machen sie dich platt. Ach, mache ich halt hier draußen erstmal alles frei. Extra Leben? Oder was war das? Ja, ne? Hat sich zumindest so angehört. Special einsammeln. 3x100. Ich nehm's. Totenkopf will ich allerdings nicht haben. Ah, den Einkorn, da komme ich doch im Leben nicht ran. Erstmal den hier. Ausgetrickst. Die doofen Käfer. Ach, ihr glaubt gar... Oh, die sind echt... Das ist echt fies, diese doofen Totenköpfe. Man konzentriert sich darauf, wo gucke ich als nächstes hin. Man guckt ja schon mal so ein bisschen vorausschauend, guckt, wo sind die Gegner und dann, ach ja, das kann ich auch noch einsammeln, weil es ja auch die gleiche Farbe hat wie unsere Körner. Das ist echt fies. Schweinerei, Schweinerei. Ich brauche einen Tee. Was soll ich da mit dem L? Dem Extra kommt kein L vor. Nein! 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 Oh, der hat's auf mich abgesehen. Ja. War schon mal nicht durch, das ist gut. Das macht mich ganz kirre. Radieschen. Mhm. Klar, Radieschen. Jetzt auch nichts anderes zu tun, als Radieschen einzusammeln. Da habe ich doch gerade das Tee gehabt. Warum? Fünffache Punktzahl. Ich nehme alles. Ha! Ich würde schon fast sagen, Highscore-Challenge. Oder vielleicht sogar ein Spiel für unser retro-olympisches Komitee. Oh. Das war nicht mein letztes Leben, oder? Eins habe ich noch. Dann gehe ich jetzt hin und mache den Bereich um die Monster frei. Naja, das hat nicht so viel gebracht. Das ist jetzt einfach auch zu schnell, wie die regenerieren. Mal alles zumachen hier. Uah, jetzt hätte ich meine schon wieder den Totkopf eingesammelt. Konzentrieren. So. Die Fregel, wie kriege ich die da weg aus dem Bereich? Ja gut, rauslocken. War eine gute Idee. Ach komm, genau in dem Moment kommt der da raus. Leck's mir doch am Arsch.
Ladybug, echt geiles Teil. Macht echt Bock. Wirklich. Macht Spaß. Einfach mal selbst ausprobieren. Das war's für heute. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.